Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir über Warhammer 40k Space Marine 2. Ich möchte dir heute in diesem Video möglichst alle Details zu diesem Game liefern, alles was du wissen musst, wenn das Spiel am 9. September 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series XS und auf dem PC erscheinen wird. Also starten wir durch. Space Marine 1 ist im Jahr 2011 erschienen, also fast 13 Jahre später kommt jetzt der zweite Teil und wer den ersten geliebt hat, wird sehr wahrscheinlich auch den zweiten lieben. Aber wer den ersten Teil noch nicht gespielt hat, was ich allerdings zur Vorbereitung wirklich wärmstens empfehlen würde, mehr dazu aber nachher noch im Video. Falls ihr also das noch nicht getan habt oder auch nicht vorhabt, sondern einfach direkt mit Space Marine 2 loslegen möchtet, gebe ich euch ganz kurz einen Überblick, was euch in diesem Spiel erwarten wird. Bei diesem Game geht es letztendlich darum, was ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Es ist eine Kombination aus Fernkampf und aus Nahkampf. Das bedeutet, ihr werdet in dem Spiel eigentlich fast nie nur im Fernkampf spielen, weil ihr mit diesen Attacken, die ihr hier seht, also im Nahkampf, wenn ihr besondere Kills hinlegt, also Finisher-Moves macht mit eurer Nahkampfattacke, ladet ihr euer Schild wieder auf, das natürlich durch Treffer reduziert wird. Und das ist eine Grundmechanik, die es auch in Space Marine 1 schon gab und die wird es auch in Space Marine 2 wieder geben. Wer also wirklich nur einen 100% reinen Shooter will, ohne irgendwelche Nahkampfelemente, hier kommt ihr wahrscheinlich nicht um wenigstens kurze Nahkampfaktionen umhin. Space Marine 2 liefert drei verschiedene Aktivitäten. Eine davon ist natürlich die Story-Kampagne, wie beim Teil 1. Die führt euch wahrscheinlich jetzt auch in diesem Fall relativ linear durch eine Story durch, die mit Zwischensequenzen, vielleicht mit solchen Cutscenes, aber auch, denke ich mal, hauptsächlich mit Ingame-Grafik unterfüttert ist. Das heißt, hier wirklich voll vertont in deutscher Sprache wird hier eine Story erzählt, die ihr erleben werdet. Einerseits aus der Perspektive von Captain Titus, den habt ihr auch schon im ersten Teil gespielt. Allerdings im Space Marine 2 ist er nicht mehr Captain, denn er wird im Teil 2 degradiert. Mehr dazu werdet ihr dann auch erfahren, wenn ihr dann Teil 2 selbst spielen werdet. Aber ihr habt auch zwei treue Begleiter an eurer Seite, die ihr auch immer mal wieder hier im Gameplay sehen könnt. Und die sind meiner Meinung nach auch die Platzhalter, wenn ihr die Story-Kampagne mit zwei anderen Freunden zum Beispiel oder anderen Mitspielern einfach erleben möchtet. Ihr habt die Möglichkeit, die Story offline solo zu erleben. Das soll kein Problem sein. Allerdings gibt es die offene Option für jeden von euch. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr auch im Multiplayer mit zwei anderen Mitspielern, also zu dritt, die Story-Kampagne erleben. Wenn ihr das machen wollt, benötigt ihr dann auch eine Internetverbindung, um das online zusammen zu zocken. Ich gehe davon aus, dass ihr dann die anderen beiden Charaktere füllt mit eurem Dreierteam und nicht dreimal als Titus zum Beispiel rumrennt. Wäre vielleicht auch möglich, dass das so sein wird im Spiel, aber ich gehe logischerweise davon aus, dass ihr die anderen beiden dann auch spielen könnt bzw. spielen müsst, wenn ihr zu dritt unterwegs seid. Anders als bei Space Marine 1 ist es hier im zweiten Teil, dass ihr eine Basis besuchen werdet, die ihr hier gerade im Hintergrund auch andeutungsweise sehen könnt. Das heißt, ihr wählt von der Basis aus eine Mission aus. Hier im Hintergrund seht ihr es gerade. Ihr geht auf einen Planet, klickt den an und werdet eine Mission vorfinden, die eure Story weitertreibt. Und ihr wählt dann aus, ja, ich möchte diese Mission auf diesem Planeten machen. Oder es steht jetzt eben die Mission auf Planet X an. Dann wählt ihr die aus. Beziehungsweise ihr wählt sie aus, nachdem ihr in eurer Basis euch ausgerüstet habt, mit NPCs interagiert habt, dort wahrscheinlich auch eine Besprechung vielleicht hier und da gehabt habt. Da wird also auch wahrscheinlich die Story vorangetrieben und dann startet ihr in eine Mission. Hier gibt es dann immer Kampfeinlagen, dann kommt ihr manchmal an so kleine Punkte, wo ihr einen kurzen Leerlauf habt. Ihr habt auch die Möglichkeit, innerhalb von der Mission nochmal eine Waffe zu tauschen, Munition aufzuladen an manchen Stationen. Das gab es bei Space Marine 1 auch.
und dann geht es weiter ins Kampfgetümmel. Es ist nicht unüblich, dass sie dann direkt in Ingame-Grafik über Funkgerät und so weiter einfach Dialoge haben, um die Story weiterzutreiben innerhalb der Missionen. Also ich denke, sowas könnt ihr auch wieder in Space Marine 2 erwarten. Das ist allerdings nur der eine Modus. Den zweiten habt ihr hier gerade gesehen, das sind die Operations. Und das könnt ihr machen. Ihr habt es jetzt gerade im Hintergrund gesehen. Ich werde euch das nochmal kurz pausieren, weil man es wirklich nur ganz kurz sehen kann. Sonst im Trailer. Hier habt ihr also nochmal alles aufgeführt im Hintergrund. Hier seht ihr die Operations, hier ist die Story Campaign und hier ist der Eternal War. Das sind die drei Bestandteile von Space Marine 2. Über die Kampagne mit der Story haben wir gerade eben geredet. Der zweite Teil ist jetzt das, was mit den Operations ansteht. Hier habt ihr die Möglichkeit mit bis zu zwei anderen Spielern. Ich gehe davon aus, dass wenn keine zwei anderen Spieler, zum Beispiel direkte Freunde da sind, ihr mit einem Quick Match zum Beispiel einfach einem Match joinen könnt, das gerade am Laufen ist mit irgendwelchen anderen Spielern, die online unterwegs sind. Und wenn ihr alleine startet und vielleicht gerade keine anderen Spieler da sind, gehe ich stark davon aus, dass die zwei anderen im Team durch Bots, also durch die KI, gefüllt werden. Denn ich gehe davon aus, dass es in der Story-Kampagne auch so sein wird, wenn ihr Solo spielt, dass die anderen beiden Begleiter quasi durch eine KI gespielt werden. Das war bei Teil 1 auch so, dass die anderen, die dabei waren bei der Mission, wurden auch von der KI übernommen. Das mal nur so als Randnotiz. Ihr seht, dass ihr hier, also zumindest beim Trailer ist es so, erstmal 6 Operations haben werdet. Und mit den Operations beginnt etwas, was ihr bei der Story-Kampagne nicht habt. Nämlich die Auswahl aus 6 unterschiedlichen Klassen. Dazu gleich mehr. Ihr seht hier, dass ihr unterschiedliche Planeten wieder anpeilen werdet. Bei den unterschiedlichen Planeten gibt es unterschiedliche Monster, also Feindestypen. Es gibt unterschiedliche Gefahren, auf die ihr achten solltet. Bei manchen Planeten gibt es solche kleinen grünen Viecher, die an dich hinfliegen und explodieren. Deshalb muss man sie schnell abschießen zum Beispiel. Das seht ihr auch in einem Trailer. Und solche Sachen gilt es da zu beachten. Es gibt Missionsziele und ihr zieht dann einfach gemeinsam los, um diese Missionsziele zu erfüllen. Je besser ihr performt, umso mehr Erfahrung bekommt ihr. Je mehr Erfahrung ihr bekommt, desto mehr könnt ihr aufleveln, Punkte verteilen und so weiter. Dazu aber gleich noch mehr. Ihr seht, es gibt Erfahrungspunkte und hier eine andere Ressource. Und ich denke, jetzt wird auch gleich noch gezeigt, dass ihr hier also erstmal eine Vorschau habt. Das ist zum Beispiel eine Klasse, die ihr wählen könnt. Hier hinten und hier werden auch noch unterschiedliche Klassen kurz gezeigt, damit ihr einfach mal seht, was da für Schwerpunkte herrschen. Hier habt ihr eine kurze Übersicht drüber, was ansteht. Also taktisch, Assault, Vanguard, Bulwark, Sniper und Heavy. Also ich denke, die Namen sagen schon relativ viel, was ihr da zu erwarten habt. Beim Bulwark wurde schon gesagt, das ist die Klasse mit dem Schild und das ist tatsächlich auch ein Tank. Also der nimmt wirklich Schaden weg und man kann jetzt auch im weiteren Gameplay noch ein bisschen sehen, was da so auf einen wartet. Wir gucken uns jetzt hier gerade, weil es in der Folge hier noch im Trailer mit dabei ist, an, wie eure Übersicht hier aussieht im Menü. Wir haben hier jetzt alle 6 Klassen nochmal aufgelistet oben. Hier seht ihr, dass es verschiedene Loadouts gibt, die ihr belegen könnt, also an der Zahl 3 insgesamt. Ihr habt bei jedem Loadout 3 Slots, die es zu belegen gibt, nämlich die Hauptwaffe, die Nebenwaffe oder ja, so ein Pistol Blaster hier. Oder eben die Nahkampfwaffe. Und das sieht bei jeder Klasse auch so aus. Das hat sich bei Space Marine 1 auch so gespielt. Dann geht's weiter mit Customization. Hier haben wir verschiedene Rüstungssets, wie ihr seht. Aber es gibt hier halt auch unterschiedliche Looks und Farben und Materialien und so weiter, um den eigenen Space Marine dann auf lange Sicht gesehen zu individualisieren und nach seinen Wünschen anzupassen. Und ihr seht, das ist ein ziemlich schneller Durchlauf hier. Ihr seht aber, was ihr hier einstellen könnt. Also die Handschuhe zum Beispiel, hier unten an den Füßen, hinten, was ihr hinten dran habt, könnt ihr auch noch einstellen und die Schulterplatten und den Helm und so weiter. Also gibt einiges, wo ihr hier euren Wünschen anpassen könnt mit Emblemen, die ihr draufpacken könnt, Farben und so weiter und so fort. Hier nochmal beim Sniper kurz eine Vorschau. Auch, dass das ein bisschen anders aussieht, als das, was wir davor hatten. Und hier auch andere Waffen zum Einsatz kommen. Das heißt, bei den Klassen ist es nicht nur, dass die anders heißen, sondern die haben tatsächlich andere Waffen, die sie einsetzen. Und auch beim Skilltree, den jede Klasse hat,
werden andere Schwerpunkte mitgebracht, die die Klasse tatsächlich einzigartig machen. Wie diesen Grappling Hook, den es da gerade gibt, dass er hier einen Kick bekommt, der Feind. Das kann zum Beispiel eine Klasse nur machen, eine andere nicht. Ja? Oder hier, was ihr seht mit dem Banner und dem Schild, das ist vom Bulwark, hier Bam mit dem Schild. Ja, das kann nur der Bulwark, das kann eine andere Klasse eben nicht machen. Und das macht sie einzigartig und wichtig für eine Party. Ihr habt noch einiges gesehen, was ihr euch an die Rüstung hängen könnt, an Ketten und was weiß ich was. Das sind Cosmetics. Es wird in Space Marine 2 keine Mikrotransaktionen geben. Es wird keinen In-Game-Shop geben in diesem Spiel, sondern rein kosmetische Items, die ihr euch nur durch Investitionen, also durch Spielen, wenn ihr das Spiel spielt, schaltet ihr euch diese Cosmetics frei. Ihr könnt euch die nicht frei kaufen, kein Echtgeld einsetzen. Das gibt es in Space Marine 2 nicht. Und jetzt sehen wir einfach noch mal kurz ein bisschen Geballer. Hier seht ihr die Auflistung. Je nachdem, was ihr hier gemacht habt, habt ihr mehr oder weniger Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt gibt es noch eine wichtige Ansicht, die wir besprechen wollen, ganz kurz. Nämlich bei einer Klasse, hier Assault, habt ihr nämlich einen Skilltree. Und ihr seht, der besteht aus verschiedenen Bestandteilen, nämlich einerseits Core, also was im Kern der Klasse steckt. Dann gibt es einen Bereich für Team, einen Bereich für die Ausrüstung und einen Bereich für Signatur. Das nehmen wir jetzt auch mal kurz auseinander, damit ihr auch wisst, wovon wir hier grob sprechen. Man bekommt für jede Mission diese Währung, die wir schon gesehen haben. Und ihr seht, dass um das freizuschalten, braucht ihr genau diese Währung. Und ihr müsst euch quasi das vorstellen, dass ihr euch das hier so freischaltet. Einmal hier nach unten, der nächste Schritt, dann das nach unten, der nächste Schritt, das nach unten und so weiter. Und ihr müsst euch hier immer zwischen einem von den dreien entscheiden. Das heißt, eine Entscheidung treffen, wenn ihr das freischaltet, möchtet ihr das, das oder das, das, das oder das. Und je nachdem führt euer Weg hier durch. Dann habt ihr eben diesen Bereich für das Team und das ist quasi ein Buff oder irgendwas, was dem Team nützt. Nicht nur euch persönlich, sondern dem Team. Das ist bei jeder Klasse unterschiedlich. Das heißt, es ist nicht bei jedem einfach gleich und jede Klasse, egal was ihr spielt, ist immer nur diese beiden Auswahlmöglichkeiten. Je nach Klasse unterschiedlich, hier auch je nach Klasse eben unterschiedlich. Und dann gibt es noch das mit der Signatur. Das ist eben eine besondere Attacke zum Beispiel oder eine besondere Fähigkeit, die die Klasse einzigartig macht, neben bestimmten Waffen, die nur diese Klasse eben tragen kann, anwenden kann und in den Einsatz, in den Kampf mitnehmen kann. Dann haben wir ein weiteres Fortschrittssystem, nämlich die Waffen. Wir sehen hier, das sind jetzt da also als Primärwaffe aufgeführt, aber wir haben jetzt hier mal in dieser Übersicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Waffen. Wir sehen hier mehrere Details, die wir eins nach dem anderen kurz durchgehen werden. Einerseits hier die Erscheinung. Das heißt, es wird Cosmetics geben, wie ihr die Waffe in der Optik anpassen könnt und das eben so gestaltet, wie ihr es am coolsten findet. Das ist allerdings nicht alles. Denn je länger ihr eine Waffe benutzt im Kampf, desto mehr Punkte bzw. Erfahrung sammelt ihr mit dieser Waffe. Und je mehr Erfahrung ihr mit einer Waffe habt, desto weiter schaltet ihr euch hier andere Stufen frei, also andere Versionen von dieser Waffe. Und die bringen andere Schwerpunkte mit, andere Spezialitäten einfach. Und ihr seht, es ist immer quasi das gleiche Waffensymbol, allerdings mit irgendwelchen anderen Besonderheiten, je nachdem. Und das soll motivieren, natürlich mit den Waffenerfahrungen zu sammeln und die auch dann häufig im Kampf anzuwenden. Das ist aber noch nicht alles, denn ihr habt auch einen Perk Tree für jede Waffe und hier habt ihr so diese Points, diese Mastery Points, die ihr reinstecken könnt und zum Beispiel Reload All Weapons 10% faster. Also ihr solche Boni quasi, die sich auf eure Waffen und auf euer Waffenhandling auswirkt. Zu beachten sei hier oben auch noch, dass wir diese Währung hier haben, die wir schon besprochen haben. Es gibt allerdings auch noch diese drei schönen Kandidaten, wo ich euch leider in diesem Video noch nicht so viel zu sagen kann. Auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, dass wir hier unterschiedliche Dinge haben, die es zu beachten gilt bei Space Marine 2.
Und jetzt folgt der dritte Abschnitt hier, der Eternal War. Das ist der dritte Spielmodus in Space Marine 2. Auch hier habt ihr die Klassenwahl vor euch. In der Story-Kampagne habt ihr keine Klassenwahl. Hier spielt ihr quasi ein Allrounder. Hier beim PvP wieder Klassenwahl wie bei den Operations. Und ihr spielt in einem Sechser-Team gegen ein anderes Sechser-Team, das in dem Fall dann aus Chaos Space Marines besteht. Ich weiß nicht, wie sie das machen, ob eure Ausrüstung dann quasi einfach nur in Chaos Space Marine umgewandelt wird oder ob es dann nochmal separate Cosmetics für gibt. Das kann ich euch leider zu diesem Zeitpunkt jetzt hier, wo ich das Video mache, nicht beantworten. Was ich euch beantworten kann, ist, dass es beim PvP drei unterschiedliche Spielmodi geben wird. Einerseits haben wir das klassische Deathmatch, 6 gegen 6, und wir haben die Verteidigung einer Zone, wie man es hier gerade eben gesehen hat. Ja? Man muss eine Zone verteidigen gegen andere, gegen die Feindesgruppe. Aber dann gibt es auch noch einen Modus, den man hier kurz andeutungsweise gesehen hat, wo der Feind hier in der Luft war. Ich kann euch leider nicht sagen, gerade wie der Modus heißt. Und ich habe auch noch nicht verstanden, wie der Modus funktioniert. Deswegen versuche ich hier erst gar nicht irgendwelche Vermutungen mit reinzubringen, weil ich euch dazu nichts Handfestes erzählen kann. Es sei auf jeden Fall abschließend nochmal gesagt, beim PvP, wie gesagt, drei Spielmodi. Den einen davon kann ich euch in diesem Video leider noch nicht erklären. Zu guter Letzt machen wir einen Strich drunter unter das Video und fassen mal kurz zusammen und beantworten möglichst auch die Frage, ist Space Marine 2 etwas für dich? Um mal hier kurz einen Einwurf zu machen, wenn dir Space Marine 1 gefallen hat, dann denke ich, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es Space Marine 2 auch gefallen, weil die Grundprinzipien vom ersten Teil auch schon hier ganz klar sichtbar mit verbaut sind. Man ist hier in vielen Bereichen dem ersten Teil treu geblieben und es sieht natürlich wahnsinnig gut aus. Jetzt, falls ihr euch nicht sicher seid, dass Space Marine 2 etwas für euch ist, lege ich euch ans Herz, den ersten Teil einfach auszuprobieren. Ich packe euch da wahrscheinlich auch unten einen Affiliate-Link rein. Falls ihr den Kanal supporten wollt, könnt ihr euch da für 1-2 Euro wahrscheinlich Space Marine 1 holen. Könnt ein paar Stunden Spaß haben wahrscheinlich und einfach ausprobieren, ob das Game, die Art von diesem Spiel, die Erzählweise, die Art zu kämpfen, sich zu bewegen, ob das was für euch ist und ob euch das gefällt. Falls ihr es eh schon wisst, könnt ihr euch das natürlich sparen. Wir fassen deshalb mal zusammen. Bei Space Marine 2 sieht es so aus, dass euch besonders drei Sachen beschäftigen werden, wenn ihr wollt. Ihr könnt die Story durchspielen, die Story-Kampagne, wie gesagt, entweder solo und offline, falls ihr das wünscht, oder mit zwei anderen Leuten zusammen, dann aber mit Online-Pflicht natürlich. Und dann könnt ihr die Story gemeinsam genießen. Ich gehe davon aus, dass diese Story-Kampagne so 10 bis 15 Stunden maximal dauern wird. Bei Space Marine 1 war es auch so 10 Stunden plus minus, je nachdem wie intensiv man sich da umgeschaut hat. Ich gehe auch davon aus, dass diese Kampagne relativ linear erzählt wird. Ja, man geht zu den Planeten, man geht dann wieder zurück zur Basis, rüstet sich dort aus, hat wahrscheinlich Dialoge auch während der Mission und so weiter mit so kurzen Cutscenes, aber wahrscheinlich wird es auch straightforward weitergehen. Das heißt, ihr werdet dann nicht auf einen Planeten gehen und werdet hier eine Open World vorfinden, die ihr dann ausgiebig erkundet, sondern hier geht es dann tatsächlich ins Getümmel, wie ihr hier hinten seht. Da passiert was, da ist Action, da geht es richtig zur Sache. Und das natürlich in der Kombination aus Fernkampf und Nahkampf. Ihr werdet hier auch gerade solche Effekte hier erleben und ihr werdet euch teilweise ins direkte Kampfgeschehen schmeißen müssen. Und manchmal könnte es durchaus brenzlig werden, schnell wieder seine Rüstung herzustellen, um nicht abzukratzen, weil man eben von Horden von Feinden hier überrannt wird. Ihr seht es hier, das ist richtig geil schon, wenn man es in der Vorschau sieht, wie viel da auf dem Bildschirm los ist, dass die große Stärke von dieser Engine wirklich Hunderte von Feinden auf einem Bildschirm darzustellen, und zwar tatsächliche Feinde und nicht nur irgendwie, dass das da hinten so aussieht, als ob die da sind, die sind da. Und das wird das Spiel besonders machen und hat auch Space Marine 1, wie ich finde, schon sehr besonders gemacht.
Wenn ihr die Story-Kampagne durchgespielt habt, habt ihr die Möglichkeit, das Spiel zu deinstallieren, euch zu freuen, dass ihr eine knackige Story wahrscheinlich und ordentlich Action erlebt habt. Dann könnt ihr das Spiel deinstallieren und fertig ist der Kuchen. Falls ihr allerdings sagt, ich habe Bock, das Ding weiterzuspielen, dann kommen die zwei weiteren Modi in Betracht, nämlich die PvE Operations mit bis zu zwei anderen Mitspielern im Dreierteam, so Missionen zu machen auf unterschiedlichen Planeten mit Missionszielen und so weiter, hier einfach weiter im PvE unterwegs zu sein, Waffen hochzuleveln, seine Klasse auszuwählen und die hochzuleveln oder alle sechs Klassen hochzuleveln und alle Waffen auf Maximum zu bringen und dann die Spezialisierungen auszubauen und so weiter, das sich alles zu holen. Und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, falls man eher PvP geneigt ist, geht man in diese 6 gegen 6 Schlachten und haut sich dann da auf die Rübe, sammelt dann da auch Erfahrungspunkte, baut dann eben den Charakter weiter aus und so weiter, genauso wie bei dem PvE-Modus. Was motiviert uns, das zu tun? Welche Anreize gibt es dafür? Der erste Anreiz ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, man kann die Klassen hochleveln mit Erfahrungspunkten, man kann die einzelnen Waffen hochleveln mit Erfahrungspunkten und man kann sich dann diese ganzen Perks ausbauen mit diesen Punkten, die man dann bekommt. Das heißt, hier alles auf Max bringen, das ist eine Motivation. Das zweite, was uns motivieren könnte, sind die Cosmetics, die man wirklich nur durch Investition von Spielzeit, also nur durch Spielfortschritt bekommen kann. Das heißt, wahrscheinlich durch bestimmte Missionsabschlüsse oder Errungenschaften schaltet man sich besondere Cosmetics frei und kann die dann an seinen Space Marine packen und sich darüber freuen, dass der noch cooler aussieht. Das ist eine Sache, die uns hier motivieren wird. Und auf lange Sicht gesehen, bei diesen zwei Spielmodi wird es hinzukommen, dass es einen Battle Pass geben wird, also einen Season Pass, wie man es auch immer nennen möchte. Und hier wurde schon gesagt, dass es neue Missionen geben soll. Ich gehe stark davon aus, dass hier die Operations gemeint sind. Dann soll es neue Feinde geben, vielleicht auch neue Waffen. Und das wird dann eben einen weiteren Anreiz geben, immer mal wieder reinzuschauen, bei diesem Update dann mit auch neuen Cosmetics dabei für den eigenen Space Marine, um weiter Motivation zu haben, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Falls sich das für dich gut anhört, halte ich es für sehr wahrscheinlich, wenn dir das Spiel in den Grundzügen zusagt, dass du daran doch einige Stunden Freude haben wirst. Falls du natürlich mit Space Marine 1 schon gar nichts anfangen konntest, wird das hier auch nichts für dich sein. Was den Pre-Order angeht, haben wir uns in meinem vorigen Video schon intensiv die Vorbestellung angeschaut. Ich verlinke euch das gerne noch im Video oder unten in der Videobeschreibung oder in der Kommentarspalte, falls ihr euch das noch angucken möchtet. Es gibt verschiedene Pakete. Wenn man vorbestellt, hat man das Goodie, dass man besondere Cosmetics bekommen kann. Und es gibt bei bestimmten Versionen einen 4-Tage-Vorabzugang. Manche stoßen sich ein bisschen dran, dass das bezüglich PvP vielleicht ein unfairer Vorteil sein könnte. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sich das gravierend irgendwie darauf auswirken wird. Und ja, das ist eigentlich alles. Ich finde, das klingt erstmal grundsolide, was das ganze Game hier mitbringt. Wer Space Marine 1 gezockt hat, weiß, was einen erwartet. Das sieht man am Gameplay einfach, dass hier ganz viel beim Alten geblieben ist eigentlich. Und dass man hier auch wieder jede Menge Gaudi mitnehmen kann. Dass es keinen Shop gibt und keine Mikrotransaktion, finde ich, ist eine super News. Wie dann die Battle Passes bzw. der Season Pass aussehen wird auf lange Sicht, das muss ich dann natürlich zeigen, ob sich das dann lohnt und so weiter und so fort. Das kann ja dann jeder auch für sich entscheiden. Und in diesem Sinne, lasst mir natürlich gerne noch eure Kommentare unten da. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch mein Video gefallen hat. Und teilt es natürlich gerne mit euren Freunden, würde mir natürlich sehr helfen hier, dass ich ein gutes Video rausgehauen habe. Ich hoffe es doch. Und ich danke euch fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns bei einem nächsten Video. Haut rein und auf Wiedersehen.